Ich weiß, wir schwitzen schon ziemlich lange hier in dieser Molten Prison, aber wir müssen noch tiefer gehen. Das ist natürlich nicht so gut, aber mal sehen, ob das jetzt vielleicht die letzte Vulkanebene ist. Wir sind schon sehr nah am Ende dieser Lava. Und was soll eigentlich nach Lava noch kommen? Da kann man doch eigentlich nicht noch tiefer gehen. Na, ich bin gespannt. Okay, wir sind mittlerweile ganz unten. Es ist aber immer noch ein Floor, also kein Boss oder so. Naja, okay, wir sind doch noch nicht ganz unten. Na, ach du Scheiße. Das bedeutet, wir sind hier immer noch lange nicht durch. Mal, das kann ja was werden, ne? Aber gut, wir bleiben dran und werden uns weiter durch dieses Flammenmeer schlagen. Ach, der Grabtrinker, ein famous Vieh. Nett. Das erklärt natürlich, warum der gerade so wahnsinnig viel ausgehalten hat. So, was bist du hier? Ein Schatten? Naja, das war jetzt nicht so schlimm. Ach, ich lass die hier mal fighten. Naja, da drüben ist eh nix. Dann können wir direkt da weitergehen. Okay, eine sehr maue Gegneranzahl gerade. Da müsste man ja eigentlich erwarten, dass es gleich einen übel Spam macht. Weil so krank viele Gegner da sind. Okay. Ja, es ist ein sehr harmloser Floor bisher. Naja. Dann gehen wir doch einfach mal geschickt über diese große Brücke. Ich hoffe ja, wir haben dieses komische Amber in einer dieser Ebenen, die so verwinkelt waren, nicht übersehen. Weil das würde mich übelst abfacken, wenn ich das nämlich nochmal finden müsste. Das wäre absolut nicht schön. Hier oben ist rein gar nichts. Na super. Und ich weiß, dass auch immer noch die Sache mit dem einen Gegner in Ebene 3 offen steht, aber da habe ich ja mittlerweile schon jegliche Hoffnung fast aufgegeben, dass wir das finden. Ist ja Gott sei Dank nur eine Nebenquest, aber trotzdem. Oh, ein Phasenhund! Das ist nice! Das bedeutet, wir kommen gleich wieder in eine extra Ebene. Komm, müssen wir aber schon mal kaputt machen, das Vieh. Na, komm. Gibt's doch nicht, entkommt den mir dauernd. Wo ist eigentlich mein Hund? Egal, Phasenportal, da geh mal rein. Phasenportale sind cool, da kann man oft was rausholen, was gut ist. Sind recht kurz. Secret Mines und ich glaube, hier ist bestimmt auch ein bisschen mehr Action als im Lavasee da unten gerade. Da muss ich ja sagen, war der Floor war bisher gerade sehr enttäuschend. Aber gut, es ist ja noch lange nicht vorbei, nehme ich an. Erinnert zurück an die erste Ebene, beziehungsweise an die ersten Ebenen, als wir mit den Spinnen und den ganzen Viechern viel zu tun hatten. Auch mit diesen Ratten. So, jetzt kommen sie halt in einem übernatürlich großen Maße. Das ist doch schon mehr Action, die mir zusteht. Und da geht er auch schon down. Guck mal, da haben wir noch was Grünes. Alles andere lasse ich jetzt mal getrost liegen. Wieder lebt noch einer. Eine Ratze auf Level 20. Unglaublich. Also da ging es wohl nicht weiter. Oh, warte mal, da kommen auch nochmal Spinnen. Mag ich nicht. Und es werden noch mehr. Ja, hallo, kann ich das Loch da hinten irgendwie mal stopfen oder wo kommen denn die her? Ist ja Wahnsinn. Ist ja nicht auszuhalten. So, der Glibber, der ist ja auch... Naja... Auch auf Level 19, eines der harmlosesten Viecher, die es, glaube ich, gibt. Oh, da ist schon der Ausgang. Na, der Boss ist ja schon down. Eine kleine Spinne und ein Blobber bewachen den Ausgang noch. Boah. Sind wir auch durch die Phase durch? Das ging wie immer recht schnell.
Und dann ging es da unten weiter. Rechts oben. Oh scheiße, das ist ein Selbstmordgoblin. Den muss ich töten, bevor er explodiert. Wenn möglich, ist mir ja gerade auch gelungen. Ich brauche dringend mal stärkere Waffen. Die sterben mir hier viel zu langsam mit normalen Schlägen. Ernsthaft, die sterben mir viel zu langsam. Jo, der kann natürlich auch einfach mal down gehen und dann seinen komischen Schaman kaputt machen. Das ist natürlich auch praktisch. Genau, explodier einfach ganz weit weg von mir. Dann haben wir alle gar kein Problem. So. Ich lass jetzt alles liegen, was nicht leuchtet, ganz ehrlich. Brauch's einfach nicht. Gut. Dann wird's wohl da oben weitergehen. Oh, es geht wieder weiter nach oben. Ah, kein gutes Zeichen, muss ich sagen. Ach, da ist... Oh, schau mal an, das ist der freundliche. Das ist so ein Goblinjäger, der schnell schießt. Und wir haben Level 21. Was verdammt nochmal sehr gut ist, denn auf Level 21, für die, die sich erinnern können, gibt es eine neue Waffe für uns. Und die werden wir auch gleich mal ausrüsten, nachdem wir hier gefightet haben. Jetzt holen wir mal eben noch meinen Skelettkollegen. Und dann werden die den hier schon in Ruhe down kriegen. So ist es auch. Und jetzt schauen wir mal. Es geht mir nicht um dieses Teil hier. Das macht richtig viel Schaden. Jetzt ist die Frage, was mache ich weg? Abgesaugtes Leben oder das da? Ich gehe mal davon aus, dass ich natürlich das hier wegmache. Und zack, mit diesem neuen Hammer sollten wir jetzt richtig gut Schaden machen. Das ist zweihändig, brauche ich natürlich eh nicht. Das hier... Wow, ist sogar besser. Sehr geil. Und saugt auch Leben ab. Wie awesome ist das denn, Mann? Da haben wir ja gerade ein richtig geiles Teil gefunden. Gefällt mir gut. Noch irgendwie mal einen guten Gürtel? Naja, wir haben eh schon einen sehr geilen Gürtel. Und dann gebe ich jetzt den Rest einfach mal in meinem Pad. Und ist hier auch wieder aufgeräumt direkt. Geil, zwei neue Waffen, Leute. Und jetzt gehe ich sogar hier nochmal richtig dicke rein in die Stärke. Ich kann nämlich, gerade zwei Level verteilen. Boah, jetzt müsste ich richtig krass Schaden machen. Und ich kann das hier sogar auch mal wieder verstärken. Und jetzt können wir sogar schon sowas hier machen. Erhöht den Level aller Angriffszauber. Zaubersprüche können gekauft oder gefunden werden. Eine vom Zerstörer ausgehende Welle, die eine hohe Chance besitzt, um herstehende Gegner zu betäuben. Ne, betäuben brauche ich nicht. Solange das spektrale Echo aktiv ist, fügt es dem Gegner 30% Schaden der Waffen-DPS zu. 100% Chance für 30 Sekunden, Cooldown 10 Sekunden. Das ist eigentlich eine Sache, die ich dann permanent spammen kann. Das ist schon geil. Erhöht die Chance auf kritischen Treffer und deren Schaden. Boah, 12% erhöhter kritischer Treffer. Kritischer Schaden. Und 1 plus Chance auf kritischen Treffer. Boah, wenn man das auf 10 erhöht, Mann, klingt ziemlich geil. Bei Titan, boah, verringert die Preise von Händlern. Pff, Bullshit. Erhöht die Chance zu blocken mit und ohne Schild. Das ist wieder gut. Das könnte ich auf jeden Fall mal gebrauchen irgendwann. Ein Schild, das Schaden abfängt. Brauche ich nicht. Ein Schlag auf den Boden. Brauche ich nicht. Verringert die Anforderungen für alle Fernkämpfer. Nein. Erhöht den Level der Verteidigung. Nein. Senkt Anforderungen. Okay, nö, brauche ich auch nicht. Nö, das brauche ich auch nicht. Spektral, das wäre schon eher was für mich. Eine Aura, die allen umliegenden Gegnern Schaden zufügt. Es kann immer nur eine Aura aktiv sein. Oh, der Schaden ist eigentlich ganz nett, ne? Vor allem, die ist dauerhaft, kann das sein? Das ist ja ziemlich geil, muss ich sagen. Cooldown 90 Sekunden, ja, ist ja wurscht, wenn die... wenn die dauerhaft aktiv ist. Das muss ich mir mal überlegen. Was haben wir denn hier noch? Die Stärke deines Haustiers und deiner beschworenen Kreaturen wird erhöht. Die Reisezeit des Haustiers wird verringert. Ah, das ist allerdings auch sehr geil, muss ich sagen. Also die beiden Teile gefallen mir sehr gut, die beiden auch. Senkt Anforderungen? Nein. Beschwört einen Dämon, der mit seinem Bogen angreift. Ja, ist auch nicht scheiße. Das ist sogar cooler, glaube ich, als mein
Skelett. Weil ich das nämlich hier steigern kann. Dämonischer Bogenschütze. Ah, Mann, das ist auch geil. Das ist kacke. Das ist richtig, 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 richtig kacke. Okay, jetzt mach ich mal Folgendes. Geht das von hier? Ja. Ja, von mir aus. Ich hab... Halt. Ich war noch nicht fertig. Erhöht den Level von Verzauberungen. Also es gibt jetzt entweder die Aura, die ich machen möchte. Das ist halt dann dauerhaft aktiv. Dann... Das Haustier muss jetzt nicht unbedingt sein, wobei es natürlich alle Kreaturen besser macht. Oder ich mache halt das hier zuerst. Das könnte ich natürlich auch dauernd machen und das wäre halt 30% Schaden mehr. Das ist eine Aura, die ich aber... Oh, ich glaube, ich mache mal das mit der Aura. Ich habe jetzt zwei Level in die Aura gesetzt. Und zwar, die kann ich doch jetzt hier hinlegen dann, ja. Genau, und die setze ich jetzt. Die setze ich hier hin. Heilen tue ich mich eh dauernd mit Heiltränken. Also fuck that. Das bedeutet, die müsste doch jetzt auch dauerhaft aktiv sein, wenn ich sie drücke, oder? Okay, man sieht's nicht. Also man sieht nur, dass es halt die ganze Zeit leuchtet. Hat eben jetzt einen Cooldown von 90 Sekunden. Mal sehen, ob der die ganzen 90 Sekunden anhält. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Gehen damit auch... Ich schau jetzt mal, wie viel Schaden das macht. 111! Das ist ja gar nicht mal so wenig. Schade, dass Kisten nicht automatisch zerstört. Jetzt mal ganz ehrlich, ich stelle mich hier nochmal kurz rein und schau mir mal an, was der hier für Schaden kriegt. Ich sollte vielleicht aufpassen, nicht dabei drauf zu gehen, weil... Die Viecher sind hier nicht so nett. Aber doch, ich glaube, die Aura reißt schon raus. Ich glaube, damit haben wir jetzt nicht sehr viel falsch gemacht. Ich finde die gut, es gibt immer mal wieder ein bisschen mehr Schaden. Und ich meine, Schaden ist Schaden, ne? Eine Aura, die dauerhaft aktiv ist. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt 90 Sekunden hält oder ob die jetzt auch noch darüber hinaus aktiv ist. Ob die jetzt so lange aktiv ist, was nicht zu sterben oder so. Das war natürlich das Allerbeste. Dann kann nämlich gar nicht mehr viel schief gehen. Ja, aber sie hält auf jeden Fall schon mal lange. Ja! Ah ne, warte mal, ist das jetzt der... Ne, Moment. Das war... Ja! Es war das Amber. Wir haben nicht viel falsch gemacht. Und wir wussten ja, dass es irgendwo bei einem geschmolzenen Sache ist. Und das ist jetzt hier. Sehr gut, dann haben wir das geschafft. Und jetzt müssen wir nur noch in die Schmiede direkt reinkommen. Und das... Ah, sieh an. Die Aura ist nicht mehr aktiv. Das bedeutet, nach 90 Sekunden... musst du sie neu aktivieren. Naja, ist ja nicht so schlimm. 90 Sekunden, das geht eigentlich schon. Kann man mal machen. Vor allem, es macht halt auch teilweise bis zu 300 Schaden. Und 300 Schaden ist eine gute Sache. Was machen wir jetzt eigentlich für einen normalen Schaden, wenn ich jetzt einfach nur angreife? Wow, auch schon ziemlich gut, ne? Wir haben jetzt wieder zwei neuen Waffen und den Stats, die wir in Stärke reingesetzt haben. Da geht ganz gut was. Mit Aura und dem ganzen Scheiß, glaube ich, haben wir jetzt richtig gut dabei. Das gefällt mir verdammt gut. Ach, scheiße, der war so ein Spacko. Jetzt wieder die Frage, links oder rechts? Vergiss es einfach. Okay, damit ist die Frage beantwortet. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Naja, halb so wild. Leben haben wir eigentlich 1700. Oh, dieses Licht muss ich als erstes zerstören, weil das macht mir echt Angst. Das macht nämlich ziemlich kranken Schaden, ist mir aufgefallen. Ist zwar schnell down, aber macht, wie gesagt, ziemlich bösen Schaden. Boah, der Troll instant down, was geht? Oh, ein mysteriöser Stab.
Wir haben, was weiß ich, war das jetzt gerade 2000 Schaden mit Crit-Treffern? Ey, das ist schon böse. So, immer wieder die Aura aktivieren, nicht vergessen. Damit es sich auch gut lohnt. Ja, komm, geh. Wow, ey. Boah, was geht denn hier ab, Mann? Zur Hölle, ey. Vor allem, wie der jetzt instant down war. Wie gut. Das ist verdammt gut, das kann ich jetzt direkt das nächste machen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was es sein wird. Und zwar nehme ich erstmal die Gloves mit. So, und jetzt kann ich ja noch einen Punkt reinsetzen. Und ich glaube, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde den da hinsetzen. Den dahin. Dann werde ich mir den hier aktivieren. Und den werde ich da hinsetzen. Ja, den möchte ich auch noch dabei haben, weil jetzt habe ich nämlich, wenn ich jetzt aktiviere, ich habe die Aura, dann habe ich hier meinen neuen Dämonen-Schützen und gleichzeitig noch mein kleines Skelett. Und wenn ich ganz in Not bin, mache ich auch noch die 6, dann habe ich auch noch das Flammenschwert dabei. Das heißt, wir sind jetzt zu 5 unterwegs. Und da geht natürlich einiges. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Wir müssten alle jetzt richtig gut Schaden kriegen. Und das Einzige, was von meiner Aura passiert, ist noch nichts, weil die gerade nicht aktiviert ist. Aber schaut, ich musste gar nichts machen. Ich musste nichts machen. Die haben das von alleine erledigt. So soll es sein. Jetzt versuche ich das hier gleich nochmal. Ja, komm, machen wir mal. You are unlucky. Tja. Nichts passiert. Ich würde sagen, Pech gehabt. Die Chance, um was zu verzaubern. Naja, war halt einfach Pech. Und der hier, sobald der verschwunden ist, kann ich ihn auch sofort wiederholen. Das bedeutet, ich kann Skelett und meine Flammen schieben. Immer. Achso, der hat überhaupt gar keinen Cooldown. Boah, der hat keinen Cooldown. Wow. Okay, das ist natürlich krass. Also den kann ich wirklich permanent dann an meiner Seite haben. Ich muss halt nur alle 30 Sekunden drücken. Wenn ich den natürlich dann noch erweitern würde, dann hält der bis zu 2 Minuten fast. Und dann ist es auch ein bisschen angenehmer. Ich meine, so geht schon auch. Er wird schon immer ganz gut helfen. Der Schaden, den er gerade macht, ist zwar nicht so epic. Aber wenn ich das kombiniere mit dem Teil, was ich ja noch ausbilden möchte, dass die Begleiter deutlich mehr Schaden machen, dann wird es sicher awesome. Ich denke, ich werde da schon ganz einigermaßen richtig mitfahren. So, jetzt habe ich ja schon bald wieder 40 Mana-Tränke. Ist ja echt gestört. Wann erreichen wir jetzt aber die Schmiede, ist die große Frage. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal wieder Sackgasse. Können das auch Falle nennen. Aber dann wissen wir, dass es hier unten weitergeht. Na, groß kann es jetzt aber nicht mehr sein hier. Einfach immer wieder. Gut, der macht 81 Schaden, das ist jetzt echt nicht die Welt, ne, aber... Oh ja, da haben wir es tatsächlich erreicht. Jetzt hier nochmal so ein kleiner... wirklich ein kleiner Troll. Okay, ich finde, wir haben in der Folge recht viel geschafft, weil wir interessante Sachen gemacht haben. Vor allem, was unseren Charakter angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, da wir jetzt auch das Ember schon gefunden haben, dass in der nächsten Ebene das Finale dieser Lavasees ist, der Molten Prison. Und das sehen wir natürlich in der nächsten Folge dann von Torchlight.